Mal ein neuer Tag bei Selbstversorgeralltag in Ungarn. Ja, heute ist der 24. Mai 2024. Ja, Wetter ist, ja, ist ein bisschen bedeckter geworden jetzt, aber es ist nach wie vor warm. Bisschen Gewitterstimmung hatten wir gestern noch gehabt, ja, aber nur minimal Regenwetter. Ja, wie sieht es heute aus? Hier bin ich jetzt wieder dran. Ich habe jetzt hier neue Balken hingemacht, damit das also hält, wenn also viel regnet, damit das Ganze nicht abrutscht. Das hatten wir da hinten auch gemacht. Das müssen wir hier auch nochmal machen. Und hier werde ich jetzt Gurken setzen. Hier machen wir jetzt leckere Einlegegurken. Ja, so sieht das Ganze aus. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem zurück. Zum letzten Film. Und zwar, ich hatte ja gefragt mit dem Livestream. Ja, was ist dabei rausgekommen? So wie ich das lesen konnte, lassen wir das mit dem Livestream sein. Ist also nicht gewünscht. Dann lassen wir das also auch. Und wir können einen Film machen, wo also Fragen unten gestellt werden in den Kommentaren. Und wir machen mal einen Film und beantworten dann diese Fragen. Also es müssten mindestens 10 Fragen zusammenkommen in den nächsten Tagen, damit wir da auch einen Film drüber machen können. Ja, so sieht das Ganze aus. Also schön Fragen unten reinschreiben und wir versuchen das Ganze zu beantworten. Und die Sonne, wenn die Sonne rauskommt, dann brennt das. Also das ist unwahrscheinlich, was die Sonne hier hergibt. Das ist unwahrscheinlich. Ja, und die Zucchinis, die wachsen jeden Tag. Also das ist unwahrscheinlich, was die für ein Wachstum haben. Das ist wirklich grandios. Bei dem feucht warmen Wetter kommt hier richtig Wachstum rein. Also wirklich super. Ja, Blüten sind da noch keine dran zu sehen, aber das wird sich in den nächsten Tagen, werden die sicherlich dran kommen. Hier bei den Kartoffeln haben wir ein Problem, und zwar die Kartoffeln hier vorne, die wachsen relativ schlecht. Wahrscheinlich ist einfach zu trocken wahrscheinlich. Im hinteren Teil, es wächst besser, aber hier vorne ist es irgendwie schlecht.
Ja, das müssen wir mal gucken, was das für eine Ernte wird. Das weiß ich auch nicht. Und hier, unsere Straußwiese ist auch wieder ein bisschen erweitert. Ich habe hier einen ganzen Teil wieder weggemacht. Es ist noch eine Menge Arbeit. Hier steht jetzt zwar alles voller Goldrute hier, aber ich habe unten noch eine Menge stehen von der Goldrute. So viel ernten wir nicht, so viel brauche ich nicht an Goldrute. Wenn man sich das hier anguckt, was hier alles steht, alles grün. Es ist einfach Wahnsinn. Ja, man merkt, der Sommer kommt. Temperaturen gehen nach oben. Ja, so schaut das Ganze aus. Und hier kann ich nur einpflanzen, wenn die Sonne hier weg ist. Wenn es Abend wird oder des Morgens, sonst gehen wir die ganzen Pflanzen, die wir vorgezogen haben, gehen uns einfach kaputt. Ja, das ist das, was ich jetzt heute machen werde. Gurken einsetzen. So, die Abendstimmung ist angebrochen. Jetzt kann ich hier die Gurken setzen. Das sollen jetzt zwei verschiedene Sorten sein. Sehen aber alle irgendwie gleich aus. So. Und das werde ich jetzt mal machen. Ob ich die alle da jetzt reinkriege, das müssen wir abwarten. Auf jeden Fall, das wird eine Menge an Einlegegurken. Ja. Los geht's. Ich habe jetzt gerade noch mal das Heu noch mal gewendet. Herrlich, wie das duftet hier. Richtig. Oh. Wahnsinn. Das brauche ich immer für die Hühner. Grandios. Das Ganze wäre geschafft. Ich habe 3 Reihen habe ich davon bekommen. 26 Pflanzen. Ja. Ich hoffe mal, dass da was bei rumkommt. In den nächsten Tagen immer schön gießen, damit die Pflanzen auch schön angehen. Ah, die Abendsonne, ja, was ist das herrlich. Die Hühner müssen auch noch was bekommen, die quarten schon. Ja. Das Abends ist das immer herrlich, wirklich herrlich. Ja, und immer schön an die Fragen denken, unten in die Kommentare schreiben, damit wir im nächsten Film Fragen und Antworten machen können.
Ja, so schaut das Ganze aus. Und wer das jetzt alles sehen will, wie das hier weitergeht, wie wir unseren Selbstversorgerhof hier aufbauen, der sollte diesen Kanal hier abonnieren. Wer Fragen hat, wir lesen alles, wir beantworten Kommentare, der sollte hier unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns die Tage wieder bei Selbstversorgeralltag in Ungarn.